So, moin. Zurück zu Hunter Call of the Wild. Wir versuchen es wieder mal mit dem Vorderlader, dem neuen. In der letzten Folge hatten wir das ja versucht, auf der Schießbahn zu benutzen. Und da hat es irgendwie nicht funktioniert. Ich habe es jetzt mehrfach versucht rumzuprobieren, woran es liegen könnte. Ich vermute, dass es an der Schießbahn selber liegt. Dass irgendwie es einen kleinen, ja, mal Konflikt zwischen diesem Gewehr und der Schießbahn gibt. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich habe es mehrfach versucht rauszupulen, woran es liegen könnte, mit Munitionswechsel, Zielfernrohrwechsel und so weiter. Hat nicht funktioniert. Sobald man ein paar Minuten von der Schießbahn weg ist, behebt sich das Ganze wieder. Teilweise auch, indem man einfach nur die Munition wechselt. Also, so richtig habe ich das nicht rausgekriegt. Deswegen werden wir in dieser Folge dieses Gewehr benutzen, indem wir jagen gehen. In der Hoffnung, was zu sehen. Ich habe jetzt übrigens gerade die verkehrte Munition drin. Ich habe die große Munition 4 bis 7 drin. Wir nehmen jetzt mal die Bleirundkugel da rein. Die ist nur auf kurze Distanz. Ihr seht unten 75 Meter, 50 Meter, 100 Meter. Also 75 Meter ist das schöne Mittelmaß dafür. Das bedeutet, dass wir damit nicht großartig auf große Entfernung jagen können. Es ist also eher für die Nahdistanz gedacht. So, kurz auf eine Fläche, wie üblich. Ne? Ihr kennt das ja. Wenn ich hier schon jagen gehe, erstmal kurz gucken, ist da was. Könnte ja sein. Und da vorne ist irgendwas. Ich wusste es doch. Ich habe es nicht wirklich geahnt, dass da was ist, aber irgendwie... Naja, nicht gewusst, sagen wir mal so. Geahnt, aber schon. Und ein Reh ist gar nicht mal so die verkehrte Wahl hier für diese Waffe. Vor allem für diese Munition nicht. Ja, denn wir haben jetzt hier diese Bleirundkugel drin. Ne, Waffenklasse 3 bis 7, das ist für Reh gerade geeignet. Deswegen. Wir werden also mal gucken, dass wir das Reh, was da gerade gecallt hat, zu uns locken. Der Wind steht auch günstig. Ah, da ist es doch. Guck an. So, dann werden wir mal gucken. Und da liegt es. Wie ich schon in der letzten Folge erwähnt habe, 20 Sekunden ungefähr braucht ihr zum Nachladen. Ja, ist also nichts, mit dem man viel rumballern kann. Aber wie man so sieht, fürs Reh scheint es durchaus geeignet zu sein. Ja, was haben wir hier? Muskel, Lungenflügel links. Alles schön in der Verwertungsprüfung drin. Trophäenwert natürlich 0. Aber immerhin. Ja. Es ist nicht großartig durchschlagend, aber immerhin ist es funktioniert anscheinend. Ich hatte eigentlich ein bisschen auf das Herz gezielt, meine ich. Aber ihr seht es selber, das Herz ist hier. Also demzufolge habe ich so ein bisschen daneben geschossen. Gut. Dann werden wir mal gucken, ob wir dann eventuell auch mal ein paar Wildschweine finden. Für Bison ist es schon fast ein bisschen zu schwer, also für Wiesent. Geht wahrscheinlich auch, aber dürfte nicht, ja, es geht ja nicht. Die passende Munition wäre dann Tierklasse 9. Die Munition hier ist aber nur bis Klasse 8 machbar. Damit meine ich jetzt, Entschuldigung, diese Mini-Geschosse, die etwas ballistischer sind, die etwas größere Schussentfernung haben. Empfohlene Klasse 4 bis 8. Also Wiesent ist 9. Ist also nicht die passende Munition dafür. Was? Vielleicht kriegen wir nochmal einen Dammhirsch oder einen Rothirsch. Das ist schlecht, das liegt jetzt genau im Wind und ich habe keinen Spray mehr da. Ach, das habe ich auch ganz vergessen, mir wieder zu holen. Gut, lassen wir das mal sein.
denke mal, Reh haben wir jetzt gerade bewiesen, das funktioniert. Ich will nur mal gucken, ob wir dann irgendwas anderes finden. Hatte gerade was gehört. Was habe ich da gerade gehört? Da ist es doch. Siehst du? Ah, das geübte Auge und Ohr eines Jägers. Wollen wir mal warten, dass es vernünftig zu sehen ist. Ich warte aber jetzt, bis das mal fertig geladen hat. So, auch hier wieder. Auch wieder versucht, das Herz zu treffen. Tut mir leid, ich habe schon wieder daneben geschossen. Naja, ist egal. Gut, aber auch das liegt. Ne, auch da die Verwertungsprüfung. Hundertprozentig. Also, noch einmal gezeigt, dass man halt auf Rehwild damit relativ gut jagen kann, auf kürzere Entfernung. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder? Sag mal, was ist denn heute los hier? Hä? Wieder 74 Meter, ist ein bisschen weit weg. Und es gibt immer noch Leute, die glauben, in Hirschfelden sehen sie nichts. Mhm. Ah, diesmal Herz. Siehste? Herztreffer. Geht also. Auch wenn doch nur knapp gestriffen, aber trotzdem Herztreffer. Blattschuss. So, jetzt reicht's mit den Rehen, liebes Spiel. Ich habe es jetzt deutlich bewiesen, dass man mit dieser Waffe Rehwild erlegen kann. Liebes Spiel, es wäre jetzt schön, wenn wir jetzt mal ein bisschen Wildschweine kriegen könnten. Wir könnten aber auch mal was anderes machen. Wir gehen nämlich einfach mal auf eine andere Stelle. Wo war das denn? Hier oben. Wenn mich nicht alles täuscht, dann gibt es da oben irgendwo einen Futterplatz für Schweine. Erstmal gucken wir ganz kurz über den See. Ich habe das schon oft genug gehabt, dass hier am See, just wo ich gerade hier gespawnt bin, irgendwas zu sehen war. Das er meistens hier am Rand geäst oder getrunken hat, weil hier gibt es auch Trinkstellen. Scheint aber derzeit nicht der Fall zu sein. Gucken wir trotzdem über das Fernglas nochmal, was ein bisschen besser, ein bisschen akkurater ist. Ja. Irgendwo in der Ecke hat hier sowieso schon wieder eine Rehe gecallt. Das hattet ihr gerade beim Ladebildschirm noch mitgehört. Das interessiert mich jetzt aber gerade mal herzlich wenig. So, Wildschwein.
ist für diese Bleirundkugeln durchaus noch geeignet. Genau gesagt ist das Reh für diese Bleirundkugeln eigentlich die unterste Tierklasse, für die es gedacht ist. So, jetzt ist natürlich das liebe Problem, das merke ich gerade, dass der Wind ungünstig steht. Alter, was habe ich denn schon wieder vergessen? Was habe ich schon wieder vergessen? Ich bin ein alter Töffel. Ich bin natürlich wieder ein alter Töffel. So, Ausrüstung. Verbrauchsgegenstände, Geruchsreduzierer. Zack. Und aus dem Lager natürlich den Geruchsreduzierer auch wieder rausziehen, sonst wettert nichts. Ausrüstung, Geruchsreduzierer. Da geht's hin. So, dann wollen wir mal schauen. Es scheint, der Wind dreht auch so ganz leicht ein bisschen. Ob wir denn eventuell noch Wildschweine zu Gesicht bekommen. Wäre nicht schlecht. Können wir gut gebrauchen. Allerdings habe ich überhaupt eine Wildschweinpfeife dabei. Ja, habe ich. Halt die jetzt auch nach. Ja, die halt nach. Die haben also den Hall bei den Calls mit zugefügt. Wahrscheinlich soll das die Reichweite erfüllen. Denn es gibt ja, es gab ja die berechtigte Meinung, dass diverse Calls, diverse Lockrufe keine Wirkung mehr gezeigt haben. Und ich vermute mal, dass sie die Wirkungsweise jetzt erhöht haben, dahingehend, dass diese Lockrufe jetzt auch einen Hall haben. Ja. Wie klingt denn dann jetzt bitte schön das Rothirschlockhorn? Hat auch einen deutlichen Nachhall. Okay, also. Dann hoffen wir jetzt mal, dass die Wildschwein-Lockpfeife jetzt wieder die gewohnte Effizienz, die wir schon vor ein paar Monaten hatten, auch wieder erreicht haben. Ja. Denn es hatte sich doch in letzter Zeit gezeigt, dass gerade die Wildschweine sehr, sehr schwer zu callen waren. Wenn sie innerhalb einer gewissen Reichweite waren, ging es, aber außerhalb dieser Reichweite, und die waren nicht allzu groß, diese Reichweite, da konnte man sich da die Lunge aus dem Leib blasen mit diesen Calls und es hat nicht funktioniert. Ja. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo war denn hier oben? Reh, Rotfuchs, Reh, merkwürdig. Ich hätte schwören können, dass hier irgendwo Wildschweine war. Reh, Rotfuchs, Na gut, okay. Kann mich auch täuschen, dass ich jetzt hier gar keine Wildschweine mehr zu Gesicht bekomme. Wenngleich ich relativ sicher war, dass hier mal ein Wildschweinbedürfnisgebiet war in der Ecke. Aber du. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt daran entsinne. Das ist ein Fuchs. Ja, ein Fuchs ist das. Der interessiert mich jetzt gerade herzlich wenig. Wie gesagt, ich habe gar keine Munition dabei, um einen Fuchs ordnungsgemäß zu erlegen. Was ich noch sagen wollte, war... Es kann sein, dass ich mich jetzt an ein Bedürfnisgebiet hier für die Wildschweine erinnere, bevor vor ein paar Monaten da irgendwie alles mal resettet worden ist. Falls ihr euch noch so ganz vage, die Erfahrenen und euch entsinnen könnt,
Freier Bahnhof. Falls ihr euch da noch ganz gewiss ein ganz bisschen entsinnen könnt. Gab es mal einen Release and Reset der Bedürfnisgebiete hier, sodass man sämtliche Bedürfnisgebiete wieder neu erkunden musste. Und es kann sein, dass ich mich jetzt daran erinnere, dass hier oben früher, davor, vor diesem Reset, mal ein Bedürfnisgebiet gewesen ist, was aber gar nicht mehr da ist. Ja. Diese Möglichkeit besteht. Ja, ja, Reh. Reh interessiert mich jetzt nicht mehr. Wie gesagt, Wildschwein wäre schön. Könnte man gebrauchen. Aber der Spur, der ich hier folge, die ist, wie gesagt, auch schon ein bisschen älter, ne? Sehr alt. Kann also gut sein, dass ich hier keinem Wildschwein gerade begegne. Diese M1 Ibernage oder M1 Garant, ich nenne sie trotzdem immer so, wie sie eigentlich richtig heißt, die werden wir mit Sicherheit häufiger mal sehen. Ob wir jetzt die, diesen Vorderlader häufiger zu Gesicht bekommen, wage ich im Moment noch so ein bisschen zu bezweifeln. Weil der Vorderlader doch sehr speziell ist. Ja? Er ist, sag mal, wie gesagt, ein Unikat, also Unikum. Hat für sich ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb des Games. Aber für die Rehwildjagd kann ich genauso gut die Solokin benutzen. Oder was wird das jetzt hier? Das war auf jeden Fall ein Treffer. Wenn auch kein besonders guter. Ja, aber was ist denn jetzt hier los? Autobahn oder was? Ja, ihr seht es auch jetzt, gerade in dieser Situation ist es ein deutlicher Nachteil, dass diese Waffe so lange zum Nachladen braucht. Ihr habt jetzt gerade 5 Tiere gesehen. 3 Rehe und 2 Füchse. Und ich habe nur 2 Tiere. Sag mal. Also jetzt ist wohl das so gut hier, ne? Also ob ich das Wildschwein jetzt gerade noch getroffen habe, bezweifle ich jetzt gerade, ne? Also ich kann es nicht einmal ansatzweise sagen, ob ich da wirklich getroffen habe. Ich meine, hier liegt nichts.
ich sag mal, 6 Tiere habe ich jetzt. Nee, 6 Tiere haben wir jetzt gesehen. 2 konnte ich definitiv erlegen. Nämlich den, das eine Rehbild, was da vorne liegt, und den Fuchs. Der aber, wie gesagt, die falsche Munition jetzt hat. Also mit dem ich mit der falschen Munition gejagt habe. Dann haben wir einen Rehbock angeschossen. Und ein Wildschwein möglicherweise. Nur möglicherweise beschossen. Also beschossen schon, aber auch angeschossen, das werden wir sehen. So. Dann werden wir erstmal hier einen Wegpunkt hinsetzen, dass wir uns dann auch wiederfinden. Er ist jetzt dann mal hier ungefähr. Ja, besser wäre noch, wenn ich den da einsetzen würde. Ungefähr hier zumindest. Ja, dann werden wir jetzt mal gucken, ob wir denn irgendwas wiederfinden von dem, was wir jetzt gerade beschossen haben. Gut, die 2, die hier vorne liegen, die dürften nicht die Schwierigkeit sein. Das Reh, ne, Rehbock und das Wildschwein. Das sind die schwierigeren. Ja, Wildschwein hat gekollt. Oh, nein, oh, das Wildschwein habe ich doch getroffen. Alles klar. Gut. Da liegt es nämlich. So. Also Wildschwein mit der Kaliber Bleirondkugel, 50 Meter. Ab in die Mitte. Klappt hundertprozentig. Ja, ihr seht auch, Verwertungsprüfung. Alles grün. Zweite Sache. Bis diese ganzen Meldungen weg sind. Dann habe ich hier das Reh. Auch hier eine Seite. Relativ guter Schuss. Auch da alles grün. Passt. Was nicht grün sein wird, ist der Fuchs hier. Dachte ich, hätte was gehört. Der ist jetzt rot, weil es klar die ungeeignete Munition dafür ist, aber auch der ist dann halt einmal vernünftig getroffen worden. Beide Lungenflügel. Gibt natürlich einen Abzug, weil es halt die falsche Munition ist. Ja, mal gucken, ob wir noch eine Blutspur finden jetzt hier von dem Rehbock. Der ja auch irgendwo hier sein müsste. Das ist eine Kotspur. Aber aktuell sehe ich hier keine Blutspur. Ich meine, dass der deutlich gezeichnet hat. Vielleicht bin ich auch zu weit unten jetzt, das kann natürlich auch sein, dass das viel weiter oben liegt, aber wie gesagt, wenn ich nicht mal eine Blutspur finde, wird das mal schwierig hier. Na, da ist doch eine Blutspur, na bitte. Die Frage, wo ist die nächste Blutspur? Irgendwie sehe ich hier jede Menge Spuren, aber nicht die Spur, die ich haben möchte. Mal wieder das übliche Problem, dass das Spiel nicht in der Lage ist, sämtliche Spuren im Spiel auch darzustellen. Ja. Also der ging eindeutig hier hin. Aber nur eine kleine, geringe Blutung.
Also wenn jetzt ein zweites oder drittes Wildschwein auf mich zustürmen würde, hätte ich jetzt ein Problem mit der Waffe. Mit allein mit dieser Waffe. Hm? Von der Seite her. Wildschweine gehen also. Ja, die sind also nicht das große Problem hier. So, da vorne blinkt etwas blau. Das dürfte eine Spur sein von dem Rehbock. Hoffe ich mal stark, dass das noch die Spur ist. Aber ihr seht ja schon, bei den vielen Spuren, die hier sind. Ne, Rotfuchs. Wieso Rotfuchs? Wieso habt ihr den Rotfuchsfuhr angeklickt? Das ist aber doof jetzt. Gut, also ich gehe mal davon aus, dass ich den Rehbock nicht mehr finden werde. All dieweil die Blutspur ohnehin sehr gering war. Und es mich nicht verwundern würde, wenn der einfach wieder, sagen wir mal, ungeschoren davon kommt. Ist nicht tragisch. Weil wir wollten ja eigentlich sowieso nur zeigen, wie es mit dieser Waffe zu jagen geht. Ja. Also nicht tragisch. Es war sowieso kein besonders guter Bock. Auch das muss man ganz klar sagen. Da habe ich schon bessere gesehen und auch schon bessere erlegt. Kann man auch hier auf dem Account hier sehen. Also auf diesem YouTube-Kanal kann man das sehen. Demzufolge ist das also nicht tragisch, wenn wir den jetzt nicht wiederfinden sollten. Nee, also so 114 Meter. Da werden wir dann mal spaßeshalber jetzt die andere Munition mal reinsetzen. Die ist zwar dafür nicht geeignet, aber wir werden mal gucken, ob wir den da aus der Entfernung mal ein bisschen besser beschießen können. In der Hoffnung, dass der jetzt mal aus dem Gebüsch rausgeht da. Ne? Im Gebüsch werde ich ihn garantiert nicht bejagen. Guck an, was liegt da? Da liegt ein Reh. Ist ja interessant, was man nicht ab und zu zwischendurch mal findet. Gut, ich würde mal sagen, das Reh, was wir da hinten gecallt haben, das wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Müsste das jetzt eigentlich der Rehbock sein? Ja, das ist der Rehbock. Okay, in der Flucht beschossen. Ja, gut, okay. Wie gesagt, das war kein großer, das habe ich auch schon gesehen. Und naja, kein lebenswichtiges Organ getroffen. Ja, gut, Muskelhüfte, klar. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Den habe ich von hinten in den Hintern geschossen. Im wahrsten Sinne des Wortes, einmal quer durch den Hintern oder fast an den Hintern vorbei, ja. Wie gesagt, das war nicht anders zu erwarten. Das war schon im Beschuss zu sehen, dass der nur leicht gezeichnet hatte. Und da er auch nicht sofort weggerannt ist, sondern weggegangen ist, war mir da schon klar, dass das irgendwo in den Bereich der Läufe reinging. Demzufolge war ich mir sicher, dass ich denn sowieso nicht besonders gut getroffen habe. Ist sowieso, wie gesagt, das Problem bei dieser Waffe, das sehe ich zumindest, dass man halt
wenn man mehreren Tieren begegnet, eine gewisse Schwierigkeit hat, sie alle zu bejagen. Dass jetzt die Tiere, die wir jetzt hier in dieser Folge gesehen haben, in relativ passenden zeitlichen Abständen gekommen sind, ist reines Glück. Wenn die jetzt alle auf einmal gekommen wären, hätten wir ein Tier davon beschießen können, die anderen wären alle weg gewesen. Gut. In dem Sinne, liebe Leute, ich würde sagen, wir beenden die Folge. Ich glaube, die ist jetzt lang genug wieder geworden. Ihr habt gesehen, mit dieser Waffe kann man durchaus auf gewisse Distanzen jagen. Man sollte aber dann immer in Betracht ziehen, dass man lange braucht, um nachzuladen. Man sollte also versuchen, sicher zu schießen damit, vernünftig zu zielen damit. Und sollte man größeren Tieren begegnen, hat man halt das Problem, dass man nicht mal eben schnell nachschießen kann. Bedingt dadurch, dass das Ganze nur eine Patrone, nur eine Kugel hat und das Ganze 20 Sekunden braucht, um nachzuladen. Wenn man das im Auge behält, ist diese Waffe garantiert nicht schlecht. Ob wir sie jetzt häufiger benutzen werden auf dem Kanal, weiß ich nicht. Vielleicht. Hat was gehört. Dann halt auch wieder weg. Also, das ist der Autobahn hier, eindeutig. Ich meine, dass da oben jetzt gerade ein Wildschwein noch lang gelatscht ist. Ich glaube, die Waffe, die ich jetzt hier habe, die ist dafür doch 4 bis 8, ja. Ganz schwach zu sehen gerade eben. Aber der geübte Jäger halt, ne? So. Das ging nochmal schön nicht in den besonders guten Bereich hier. Ah, ich hatte die Munition gewechselt. Ich habe auf Kaliber 15 mm geschossen, auf die Langdistanz. Ihr merkt aber selber, dass diese Munition, wie gesagt, eine Stufe höher ist. Die wäre für das Wildschwein gut gewesen, aber eben nicht mehr fürs Reh. Also diese Mini-Geschosse, die etwas ballistisch geformt sind, die sind wirklich für längere Entfernung, für größere Tiere gedacht, für ab Wildschwein aufwärts bis hin zu Elch. Also von 5 bis 8, glaube ich, oder 4 bis 8. Reh ist Tierklasse 3. Deswegen kriegen wir hier den Malus. Hätten wir das Wildschwein mit dem Vorderlader beschossen, mit diesem Melee-Geschoss, wäre das gut gewesen. Wir haben es jetzt aber erstmal mit diesem M1 Garand gemacht. Auch damit. Das ist eine 30-06. 30-06, die gleiche Munition wie die 30-06. Und demzufolge, mit der 30-06 hätten wir das Wildschwein sowieso vernünftig beschießen können. Hiermit ist auch. Ja. Also, die 30-06. Also, als Ersatz für die 30-06 ist diese Waffe auf jeden Fall hier geeignet. Warum habe ich jetzt gerade 5 Schuss nachgeladen?
Na, ist egal. So, ganz kurz mit aus. Ein Schuss abgegeben. Da wird das gesamte Magazin ausgeworfen. Was soll das denn? Okay. Macht nicht viel Sinn nach meinem Dafürhalten, aber okay. Ist halt so, muss man mitnehmen. Gut, okay, kenne ich jetzt. Aber jetzt machen wir die Folge mal zu Ende. Ne? Also, ihr habt gesehen, man kann mit diesen Waffen hier vernünftig bejagen. Wie gesagt, diese M1 Garand ist der gute Ersatz für die 3006. 3006 hat, glaube ich, nur 4 Schuss, wenn mich alles täuscht. Aber egal. Aus dem Kopf heraus sollte man sowas nicht rezitieren. Ich hätte schon wieder was gehört. Naja. Ja, wie gesagt, also die M1 Garand ist ein guter Ersatz für die 3006. Gute Ergänzung vor allen Dingen auch. Das dürfte nichts sein, das ist nur ein Fleck. Die Vorderladerwaffe ist auch relativ gut, wenn man, wie gesagt, den Nachteil des langen Nachladens im Auge behält. Und ist es halt als wirklich ein Nachteil nach meinem Dafürhalten, aber das ist halt in der Art der Waffe, dass es eben ein einläufiges Geschoss ist und das ist halt keine lange schnellen Nachfolgeschüsse ermöglicht. Ja? Das müsst ihr mit dem Vorderlader im Auge behalten und die Schrotflinte, diese Sheriff-Schrotflinte, dieses Miller-Modell. Alter, das ist das Falsche. Ich will erstmal nachladen. Ja, ist egal. Ihr habt das Modell gesehen, auf jeden Fall in der ersten Folge hier von den neuen Waffen. Damit haben wir das erste Reh hier praktisch erlegt. Diese Miller-Waffe ist halt eine Schrotflinte, ist halt für Nahdistanz gedacht. Ist halt nicht irgendwas für den Fernkampf. Na, hier wir hier. Gut. Wobei ich sagen muss, diese Waffe hier, diese Miller, die könnte ein guter Ersatz sein für die King Apex. Die erfahrenen Jäger unter euch wissen das, die King Apex, die gab es mit der Afrika-Karte, ist auch eine Art Schrotflinte, aber mit Flintenlauf geschossen, die dazu gedacht war, auch Kafferbüffel oder Wasserbüffel, zu bejagen. Ist aber relativ teuer, in-game. Ja, die kostet ja so die 76.000 Credits, unglaublich. Und ungefähr in diesem Dreh rum war das. Während diese Waffe hier, eine DLC-Waffe, kostenlos ist. Und mit der richtigen Munition, nämlich diesen Flintenlauf geschossen, ist das Waffenklasse 6 bis 9. Das heißt also Büffel. Hat halt den Nachteil, dass die effektive Schussrate 50 Meter ist. Man muss also relativ nah an das Viech ran. Wäre vielleicht mal irgendwas, was man mal austesten müsste. Aber nicht mehr heute. Wir machen hier Schluss. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ne? Und bleibt auch schön zu Hause. Schnauze. Bleibt auch schön zu Hause. Haltet Abstand voneinander, sofern es machbar ist. Und möge euch der Coronavirus niemals treffen. Wir sehen uns. Viel Spaß im Spiel. Haltet die Ohren steif. Macht's gut.